Welche Rechte hat der Käufer bei einer Pflichtverletzung des Verkäufers? Jetzt muss man streng genommen sagen, einer Pflichtverletzung, die der Verkäufer auch vertreten muss. Wir prüfen ja Pflichtverletzung, dann prüfen wir das Vertreten müssen, also die Schuld. Nehmen wir an, das können wir alles bejahen. Ich will das hier bloß nicht überladen. Ja? Also eine Pflichtverletzung, die der Verkäufer auch vertreten muss. Welche Rechte hat der Käufer? Und jetzt ist ganz wichtig zu verstehen, dass es ein zweistufiges Konzept ist. Erste Stufe, zweite Stufe. Ja, oder anders visualisiert, erste Stufe, Stufe, zweite Stufe. In der ersten Stufe hat der Käufer das Recht auf Nacherfüllung. Anders gesagt, der Verkäufer hat zunächst mal die Chance, das in Ordnung zu bringen, entweder durch Umtausch oder durch Reparatur. Streng genommen sagt das Gesetz hier, der Käufer kann wählen wie. Der Käufer kann also wählen, ob Reparatur oder Umtausch. Und der Verkäufer kann das unter bestimmten Bedingungen ablehnen. Aber das sind jetzt schon wieder Feinheiten, also den gewählten Weg abwählen, ja. Also, dass er sagt, hier Umtausch, das ist für mich doch günstiger und die Reparatur ist nicht zu vertreten, das ist zu teuer, dann kann er die Reparatur ablehnen. Aber das führt uns schon wieder zu weit. In der ersten Stufe hat der Käufer das Recht auf Nacherfüllung. Man könnte auch sagen, der Verkäufer hat das Recht, die Sache in Ordnung zu bringen. Und wenn diese Nacherfüllung scheitert, ja, und sie scheitert unter anderem nach zwei erfolglosen Fehlversuchen. Nach zwei erfolglosen Fehlversuchen, dann kommen wir hier zur zweiten Stufe. Ja, das ist einer der Gründe, die uns in die zweite Stufe bringen. Auch natürlich, wenn der Verkäufer das endgültig ablehnt, ja, und so weiter, sagt hier, nein, ich mache nichts. Aber die Regel sind zwei erfolglose Fehlversuche. Der Käufer muss für die Nacherfüllung eine angemessene Frist setzen. Und natürlich auch, wenn der Verkäufer dann die Frist verstreichen lässt, ohne was zu tun. Ja, dann sind wir in der zweiten Stufe. Und erst in der zweiten Stufe hat der Käufer ein Recht auf Rücktritt oder auf Minderung des Kaufpreises. Ja, und eventuell gibt es dann noch eine dritte Stufe. Das ist die Stufe Schadensersatz. Ja, zum Beispiel, wenn er da mehrfach hingefahren ist, die Fahrtkosten, so etwas. Ja, eventuell Schadensersatz statt der Leistung. Das bedeutet Rücktritt. Er will die Leistung nicht mehr und er will stattdessen Schadensersatz. Ja, aber ganz wichtig zu verstehen ist, dass es ein zweistufiges Konzept ist. Wenn ein Mangel vorliegt, ja, wenn eine Pflichtverletzung vorliegt, sagen wir es so, eine Pflichtverletzung, die der Verkäufer vertreten muss, ja, wobei es teilweise nicht darauf ankommt, ob er vertreten muss. Ja, das muss man auch dazu sagen. Ja. Also, wenn der Käufer hier diese Rechte hat, dann sind diese Rechte zweistufig. Erste Stufe, er muss, so kann man es auch formulieren, dem Verkäufer eine faire Chance geben, also eine angemessene Frist setzen, die Sache in Ordnung zu bringen, durch Umtausch oder Reparatur. Ja? Und wenn das scheitert, ja, dieser Fall hier ist sozusagen Scheitern der ersten Stufe, dann erst kommt die zweite Stufe, Rücktritt oder Minderung. Bitte machen Sie sich das klar. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Viele Leute laufen mit dem Glaubenssatz rum, Käufer darf alles. Ja, und Käufer hat immer alle Rechte und Verkäufer hat überhaupt keine Rechte. Und das ist falsch. Ja, es gibt ein zweistufiges Prinzip hier. Lesen Sie es nach.
Ja, ein Blick ins Gesetz erleichtert ja bekanntlich die Rechtsfindung. 437, 439, 440, wo? Im BGB natürlich. Ja, das ist die Rechtsgrundlage für dieses zweistufige Prinzip. Da brauchen wir also mehrere Paragraphen für. 437, 439, 440 BGB. Schauen Sie im Gesetz nach. Machen Sie sich das bitte, bitte klar. Hier müssen Sie ein Gedankenmuster ersetzen. Die meisten, ja? Die meisten müssen ja ein falsches Gedankenmuster durch ein richtiges Gedankenmuster ersetzen. Ein Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.